Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich fahre jetzt jemanden abholen, denn ich kriege heute Besuch von Ibo aus Bremen. Zwei Videos haben wir schon zusammen gemacht. Das Ding ist, wir sind halt Kollegen und es ist ja nicht so, dass wenn jemand mich besucht, dass ich direkt mit dem Video mache. Aber dadurch, dass ich sowieso fast jeden Tag filme, ergibt sich das einfach so. Und deshalb haben wir bis jetzt immer, als er da war, ein Video gedreht. So auch heute, aber da er kein Problem damit hat, auf der Kamera drauf zu sein oder so, passt es ganz gut. Und ich muss sagen, letztes Mal hat er mich ziemlich alt aussehen lassen, ja, mit seiner Form. Da war er noch ziemlich definiert im Gegensatz zu mir. Jetzt, so langsam, dreht sich der Spieß, denn ich bin in der Defi-Phase. Er ist im Aufbau und wollen wir mal nachher schauen, wie es jetzt aussieht. Wie läuft eigentlich dein Aufbau? Ja, momentan läuft sehr gut. Ich bin momentan auf 88 Kilo. 88? Ja, Mann. Wir haben uns jetzt bestimmt mal 3 Monate nicht gesehen. Damals habe ich um die 84, 85 gewogen. Ja, also ich habe jeweils versucht, immer einen Monat 1 Kilo zuzunehmen, sauber. Auf jeden Fall echt sinnvoll, muss man schon sagen. Weil, okay, 6 Kilo mehr hast du jetzt als ich. Wir müssen auf jeden Fall später noch mal ein bisschen posen, damit die einen Vergleich haben. Weil im letzten Video warst du mehr definiert. Ja, ich weiß. Oder ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite war. Das war das erste. Ja. Aber im zweiten war ich auch noch gut definiert. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich schon, ein paar. Damit, alles ist gut, dann sehen die mal, wie es sich verändert. Von Aufbau zu Defi. So. Vielleicht kann ich sogar das Posing davor ein bisschen einblenden, damit sie so einen Vergleich haben. Aber du machst ja nicht so sinnlos einfach. Ja, nee, ich will nicht dick werden oder so. Genau. Schön sauber, langsam aufbauen, dass ich mir sicher gehen kann, dass ich auch größtenteils Muskelmasse aufbaue. Ja, so. Auf jeden Fall cool. Und Ernährung ist clean. Ernährung läuft gut. Also ich versuche wirklich so 70-80% clean zu essen und dann gönne ich mir mal ab und zu. Ist auf jeden Fall sinnvoll, so wie ich das auch perfekt finde. Und beim Training besten auch stärker? Siehst ja, du ich mache gute Progression. Momentan achte ich darauf, dass ich bei den Grundübungen wirklich stärker werde. Zum Beispiel jetzt Bankdrücken, wenn ich bei 115 Kilo innerhalb 3 Monaten, da war ich auf 100, also vor 3 Monaten war ich auf 105 Kilo. Ja. Und jetzt habe ich 10 Kilo raufgepackt. Und jetzt bei den Squat-Sätzen war ich auf 140. 4x8. Dann wirst du mich kriegen, glaube ich, heute auseinandernehmen. Ja, weil ich bin noch nicht so hoch mit dem Gewicht. Aber wir schauen mal. Es geht voll auf den Arm, ey. Ja, Armtraining. Ich fühle mich auch gut. Und ich wärme mich immer so ein bisschen auf. Mach schön Mobility. Ja, mach so, ich auch. Ich mach auch immer 10 bis 20 Minuten mal schön. Ja, dann sind wir uns auf jeden Fall einig und schalten gleich wieder ein. Ja, wir werden euch für euch ein bisschen filmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video.
ja, Training durch, ne? Würde ich sagen. Ja, hartes Beintraining gehabt. Er meinte gerade so, ich drücke jetzt drauf, was sagen wir denn überhaupt? Und das ist so der Punkt, wo ich eigentlich gar nicht drüber nachdenke. Also ich mache die Kamera an und dann weiß ich noch nicht mal, was ich sagen will, aber es fällt mir dann mal spontan ein. So wie jetzt, weißt du, ich rede einfach, bla bla. Einfach reden. Wenn scheiße ist, schneide ich raus. Ja, wie fandst du denn das Beintraining? Ich fand es richtig gut. Erstmal haben wir Squats gemacht und dann Sumo-Kreuzheben und das war mal was Neues. Sumo-Kreuzheben habe ich bisher nicht gemacht. Ja. Das war dann also noch Beinpresse und Bauch, eine Übung. Also voll wenig Übung, vier Übungen. Ja, aber mehr, also mehr Volumen, ne? Also mehr Sätze dann. Richtig intensiv. Wir wollen posen, aber Ibo hat sich gedrückt. Ich habe mich gedrückt. In der Off-Season, was erwartest du? Du bist in der Definition. Ja, er meinte so, hey bitte sag mal, wir haben es vergessen. Nee, hier nur die Wahrheit auf meinem Channel. Ja. Ja, also du sagst, du hast schon einiges an Fett auch dazu. Ja, größtenteils am unteren Bauch natürlich, erstmal. Aber so, ich will erstmal auch meine Form nicht mehr so zeigen. Ich will erstmal jetzt ein Jahr Bulk machen. Ja, und dann will ich halt bis zum nächsten FIBO definieren. Ab Anfang Januar nächsten Jahres. Und dann mal schauen, dann können wir gerne posen. Ja, okay. Aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, weil wir haben vorhin auch über ein gutes Beispiel gesprochen, und zwar mit August. Er hat 2 Jahre lang durchgebiked. Guckt euch ihn an. Also es macht so viel Sinn, auf jeden Fall richtig lange in die Aufbauphase zu gehen, bevor man überhaupt daran denkt zu definieren. Wir sind jetzt mal nicht bei New Saigon, trotzdem beim Asiaten. Jetzt weiß ich hier gar nicht was. Ich glaube thailändisch oder? Weiß nicht. Warte. Kroatisch. Kroatisch sagt er. Nee, Vietnam steht hier drauf. Also ich glaube, wir sind hier beim Vietnamesen. Ich habe so eine Suppe mit Hähnchen und Reis und Gemüse, sieht richtig gut aus. Also ich war hier schon mal, der ist auch wirklich gut. Und Frühlingsrollen, süß-sauer, süß-scharfe Soße. Und Mini-Portion für dich in deinem Bulk. Ja, ich bin jetzt auf Defi. Heute auf Defi. Deswegen kommt gleich nochmal Reis für dich und rotes Curry mit wenig scharf, weil du magst ja nicht so scharf. Letztes Mal bei New Saigon ist er fast gestorben, ey, bei der Nummer 90. Neue Perspektive. Diesen Platz hatten wir noch nie. Wundert euch nicht wegen der Hintergrundgeräusche. Erstens, mein Bruder zockt. Was ist das? LOL? Mein Bruder zockt LOL und der Fernseher läuft nebenbei. Und ich bin jetzt nach Hause gekommen. Ich war schon wieder 2-mal essen. Das ist unglaublich. Ey. Ich gehe so viel essen. Ich könnte da echt viel Geld sparen, aber es fehlt an der Zeit. Und ja, okay, ich bin ein bisschen faul. Sind natürlich alles Ausreden, könnte man hinkriegen, ja. Werd auch bald wieder kommen, weil irgendwann in der Diät kannst du dir einfach nicht erlauben, so zu schätzen, immer auswärts. Ich war beim Vietnamesen, habt ihr gesehen, mit Ibo. Und dann, irgendwas habe ich doch, ach so, bei meiner Mutter war ich gerade, da habe ich vergessen zu füllen, da hatten wir Nudeln mit Scampi. Und jetzt ein Nachtisch, jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich richtig Bock habe auf langsam auf Cheaten, ja. Ich habe mir letztens ein Ben & Jerry's gegönnt, hat noch in die Macros gepasst. Der passt ja sowieso immer in die Macros oder so gut wie immer. Richtig Bock auf Schokolade, deswegen guck mal das Bild an. Leider schmeckt es nicht ganz so sehr wie auf dem Bild, muss ich zugeben. Aber es ist schön schokoladig und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und das Komische ist, ich bin bei den Kalorien richtig tief. Also ich bin echt im Defizit, also so 2200. Letzte Woche war ich 2400. Und ich bewege mich auch mehr und es tut mir alles so gut und ich fühle mich richtig gut, aber ich habe zugenommen. Ich wiege 83 Kilo, ja, ich habe im Januar angefangen mit 85, das bedeutet, ich habe nur 2 Kilo abgenommen und das ist richtig wenig, 2 Kilo in 6 Wochen oder so Diät, also es ist gar nichts, also es ist gut, man soll ja langsam abnehmen, aber ich hatte das Ziel, viel schneller abzunehmen, aber was ich jetzt bemerkt habe, es ist nicht so wichtig, wie viel ich abnehme, ich habe es ja ungefähr geschätzt, ja, im Vergleich zum Vorjahr, so wie viel Muskelmasse ich haben könnte und so weiter, aber es ist viel wichtiger, auf die Optik zu schauen und auf den Körperfettanteil und der verändert sich zwar auch nicht so dramatisch, ja, ich habe da schon am Bauch so 4 mm verloren oder so, aber viel wichtiger ist, die Optik ist wesentlich besser. Also da sehe ich die größten Fortschritte und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass ich tatsächlich in meiner Aufbauphase Muskelmasse aufgebaut habe und wenn ich es schaffe, in der Definitionsphase jetzt diese zu halten, ja, dann werde ich beim gleichen
Körperfettanteil wie letztes Jahr schwerer sein, das heißt mehr Muskelmasse haben, oder ich werde gleich schwer sein wie letztes Jahr, aber dafür noch mehr shredded. Ja, und beides ist gut und insofern würde ich sagen, Defi-Phase läuft. Bis zum nächsten Video.